Ja. Und weiter geht's. Ich habe gerade gesehen, dass ich noch eine Pistole übersehen habe. Beim Nachgucken. Was ich gerade sagen wollte, genau. Ich bin gerade ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, deswegen wird das jetzt nur eine kurze Aufnahme. Allerdings ist die Deus Ex-Folge heute für den 27.10. noch nicht aufgenommen. Das muss jetzt nachgeholt werden und deswegen mache ich das jetzt auch. Und gucken wir uns einfach mal, wo unser Weg uns führt. Zum Beispiel in diese tolle Wand. Da sind ja Leute. Warum rennt ihr schon wieder rum? Ich dachte, hier ist Bell-Tower-Gebiet. Na, okay. Also, das hat auf jeden Fall lange gehalten. Man sieht, ich bin auf jeden Fall noch total fit und hier ist nochmal so eine Sicherheitsschleuse, wo ich nicht durchkomme. Oder würde ich da durchkommen? Ich muss mal direkt gucken, ob ich durch so eine Dinger durchkomme. Das würde mich ja nochmal interessieren. Na? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen planlos. Oh Gott, es dauert auch mal so lange, diese Sicherheitsschleuse, ne? Ewig dauert das. Und jetzt? Gut. Okay, also hier komme ich schon mal nicht durch. Das Zeug ist anscheinend kugelsicher. Na gut, dann. Schieß mir meinen Weg frei. Oh. Ich glaube, hinter mir ist gerade ein lustiger Roboter. Boah. Irgendein lustiger Roboter aufgetaucht. So, ich muss also ein bisschen vorsichtiger sein. War ja eigentlich klar. Hä? Warum habe ich denn hier bitte schön einen Autosave? Na gut. Dann ist das halt so. Ah, wunderschön, das Ding da ist kaputt. Ist der, nicht an die Wand, an die Wand. Ich möchte drüber gucken. Na! Ah! So. Ich quicksave dann mal, hoffen, dass ich mich einfach so durchschleichen kann. Ah, geh wieder aus, geh wieder aus. Ach, ich hätte da so oder so... Ja, hust, hust. Aber er war jetzt nicht derjenige, der mich gesehen hat, oder? Doch. Na denn. Dann ist ja alles gut, dann schiebe ich ihn mal hier hinter. Es läuft hier ja besser als gedacht. Ach, den wird da schon keiner entdecken. Sogar noch ein Bier dabei gehabt, aber mir fällt gerade auf. Ach, scheiße, ich wurde entdeckt. Aha! Mir kann ja niemand was. Ja, das ist doof. Left 4 Dead ist fertig abgedatet. Ja, schön, Steam, dass du den Hintergrund updatest. Das finde ich super. Ich hatte nämlich gerade beim Starten noch Probleme mit Steam. Deswegen habe ich mich darüber auch. Weil ich kann hier so oder so durch, oder? Ja. So, das muss jetzt nämlich ein Husarenstück werden. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich habe nämlich eine schlaue Idee, wie wir das hier machen können. Ich habe es bloß gerade versaut. Jawohl, er hat eine Autorisierung. Das war jetzt nämlich noch der einzige kritische Punkt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob der Typ hier auch durch darf. Da vorne ist eine Kamera, aber... Ah, die Beine hier, die sind vielleicht ein bisschen... Vielleicht nicht so gut, wenn der hier so liegt. Ich quicksave mal nicht. Einfach, weil ich die Angst habe, dass das hier vielleicht total der Irrweg war, den ich hier gerade laufe. Und deswegen... Das ist nicht so gut. Ich kann hier was hacken. Das ist ja interessant. Kann ich denn da runterkriegen? Boah, das mit der Stimme geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich heute Abend noch livestreamen soll. Naja, bis dahin werde ich sicherlich mir noch was Schlaues einfallen lassen, um irgendwie wieder zur Stimme zu kommen. Einfach weil das ständige Husten, das ist ja auch sehr nervig. Oh, ich wurde direkt entdeckt. Bei Stufe 3 ist das jetzt nicht so verwunderlich. Ja, das Problem ist halt, dass ich auch absolut keine Stoppviren habe. Das muss ich mit... Mir fehlen ja die ganzen Stoppwürmer, die ich im Hauptspiel halt noch alle habe. Da wird es jetzt ja natürlich, wenn Missing Link hier durch ist, geht es natürlich mit den... Geht es natürlich auch komplett normal weiter, ne? Also mit der ganzen alten Ausrüstung, die wir im normalen Spiel haben. Ich mache das hier mal mit zwei Nuke-Viren. Ach, ich muss sogar zwei Punkte hacken. Ah, das ist ja ärgerlich. Na gut, fangen wir damit schon mal an. Das wird ein bisschen so Ewigkeiten dauern. Dann machen wir das hier noch. Dann machen wir das hier noch. Ich hätte den Punkt hier vorher noch einmal. Okay, gut. Ich habe. Was habe ich da oben noch gekriegt? Datenspeicher. Nuke-Viren aus dem Kreditdepot. Naja, gut. Öffnen. Kabelschacht, jawoll. Ich glaube, jetzt kann ich quicksafen. Also, wenn ich bis jetzt noch nicht entdeckt wurde, dann kommt da auch nichts mehr. Das heißt, von der Warte muss ich mir dann wohl keine Sorgen mehr machen. Hoffe ich zumindest.
Man weiß ja nie. Aber ich ahne mir gerade, dass ich in die falsche Richtung hier laufe, in diesen Kabelschacht hier. Forscher, das ist ja schön. Was ist das für ein Terminal? Oh. Mann. Krankheit ist nicht schön. Vor allem, wenn man nur so halbkrank ist. Das ist ja, ich bin ja im Moment gerade nur so nervig krank. Das heißt, es geht mir nicht schlecht oder so. Ich kann alles noch ganz normal machen. Ein E-Book. Die Gefahren der Diskognitionsstörung. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Was ich sagen wollte, das Problem ist halt an diesen Halbkranken. Also ich habe halt Schnupfen und ich ab und zu huste ich auch ein bisschen. Aber das stört mich ja eigentlich nicht so richtig in meinem täglichen Leben. Es ist halt einfach nur nervig. Es hält mich nicht auf. Das, wenn ich so wirklich tot im Bett liege und komplett krank bin und vor mich hinschwitze und eigentlich zu keiner Bewegung mehr fähig bin, weil mir einfach nur schlecht ist, dann ist das eine Sache. Dann bin ich halt krank. Gut, okay, in Ordnung. Aber dieses Schnupfen- und Hustenzeug ist einfach nur lästig. Das bringt mich ja auch. Ich weiß nicht, das ist eine Art von krank, die ich irgendwie nicht so richtig zu akzeptieren bereit bin. Das ist einfach nur nervig und ich bin nicht richtig krank. Wenn ich krank bin, dann will ich richtig krank sein, so dass es sich doch lohnt. Nicht nur so halb, die ganze Zeit den Mist verschleppen. So, ich hoffe, durch Stufe 2 komme ich jetzt durch, ohne gleich beim ersten entdeckt zu werden. Ah, das schaffe ich. Ja, 12 Sekunden schaffe ich auch. Easy peasy. Zack, da haben wir es. Na bitte. Zugriff gewährt. Ich glaube, meine Stimme hört sich so ein bisschen rau an. Das kommt durch das viele Husten. War heute Morgen ganz so schlimm, hat sich danach aber wieder gegeben, ein bisschen. Ich muss mal sehen, ob ich dann vielleicht noch einen Tee mich reinschütte, dann sollte das auf jeden Fall laufen. Was haben wir denn hier? Was? Zielfernrohr, Baugruppe für Raketenwerfer? Was? Achso, ein Lüftungsschacht. Ich dachte gerade, ich kann das Buch anklicken, das wäre ein Novum gewesen. Die Zeitung hatten wir schon mit den Kopfschmerzen. Das ist nichts Neues. Ich quicksave nochmal. Viel quicksafen ist ja immer wichtig. Nicht, dass man noch stundenlang nachspielen muss. Das ist ja einfach nur nervig. Das ist auch das. Nee, es ist nicht das gleiche. Aber Klasse 1, alles Klasse 1 hier, bis auf den Würfel da hinten. Da sollte ich eigentlich ganz gut durchkommen, wenn mein Glück mich nicht komplett verlässt. So, das Ding müsste jetzt Klasse 0 sein oder so. Klassifizierung nur. Ich glaube, das. Von Klasse hat niemand was gesagt. Plus 2, ne? Das wird dann wohl eher nicht so fertig. Na, wie lange kann ich wo warten? Ich meine, für so einen Klasse 1 Knoten wird es nicht lange brauchen. Zugriff gewählt. Ah, ich will Stoppviren haben. Sicherheitsbestimmungen, bla bla bla, die habe ich, glaube ich, schon mal vorgelesen. Oh ja, Sir. Ja, oh ja, Sir, Sergeant. Sofort, Sir, Augenroll. Meine Güte, was zum Teufel ist los mit dir? Du bist der Letzte, von dem ich diesen Spec-Op-Scheiß erwartet hätte. Du erinnerst dich wohl nicht mehr. Ich war dabei, als wir uns beide verpflichtet haben. Ich wette, ich könnte dir immer noch in den Arsch treten. Mechanische Arme hin oder her. Und du kannst auch etwas machen, am besten sofort. Und noch früher, leck mich. Popcorn, hey, der Pokerabend steht noch, ja? John White schrieb, Corporal Korn, dies ist deine Nachricht mit Priorität Alpha, direkt vom Commander persönlich. Erledigen Sie die Sache sofort und noch früher. Wenn ich dieselben Ärger mit ihm bekomme, weiß ich genau, wohin ich ihn schicke. Sofort erforderlich Neuzuweisung Verladerampe 3, Tür des Sicherheitsbüros. Schicken Sie alle Männer vom RBS Spezialoperation, Sergeant White. Vorläufiger Bericht. Commander, die neuesten Feldberichte aus AU sind eingetroffen. Australien soll es, glaube ich, heißen. Sobald sie zusammengestellt und analysiert sind, werde ich sie weiterleiten, aber hier schon mal einige erste Eindrücke. 2 Einheiten wurden im Einsatz geschickt, insgesamt 20 Mann. Alle Berichte melden deutlich Verbesserungen der Effektivität im Feld. Keine Verluste. 2 mechanische Vorfälle wurden gemeldet, aber beide ohne Projektbezug. Aya Central meldet einen erhöhten Durchsatz von ungefähr 152%, allerdings war das biologische Interface schnell ausgebrannt als erwartet. Es ist so schnellstmöglicher Ersatz benötigt. Die Soldaten haben eine mehr als befriedigende Assimilation der Raum- und Verhältnisdaten gemeldet, sowie eine verbesserte Übertragungskapazität. Hört sich vielversprechend an, Sir. Sergeant John White. Gut. Leiten Sie das die Ergebnisse an Namir weiter. Er hat bei seinem letzten Besuch Interesse an OCM-Projekte geäußert. Lassen Sie Details auf die AUS Smart Disk hochladen. Ich autorisiere vergübergehenden Zugang zum Bau und den holographischen Displaytisch. Burke. Ist ja interessant. Warum klingelt hier das Telefon? Das ist ja sehr lästig. Was haben wir hier überhaupt eigentlich generell noch für lustige Zeichnungen? Muss ich hier irgendwas ersehen? Also irgendwie so richtig Growing Area. Aha, Simpson Desert. Ist das nicht in Australien? Ach, ich habe keine Ahnung. Das ist Känguru, da müsste ich das eigentlich wissen. Naja. Bin ich ja mal gespannt, wohin mich dieser Lüftungsschacht führt. Also, das ist ja generell so eine Eigenschaft für mich. Ich laufe allen möglichen Lüftungsschächten nach, ohne überhaupt darüber nachzudenken, ob ich das weiterbringe. Einfach nur, weil es ein Lüftungsschacht ist. Naja. Was haben wir hier Schönes? Spratly Islands. Precautionary Area. Aha. Was haben wir hier noch? Und welche lustigen Tastaturen? Was ist das hier eigentlich? Eine Schreibmaschine? Ein Computer?
Was soll das Gerät darstellen? Was? Hackett-Fill? Habe ich nicht irgendwas mit Zoom? Ne, leider nicht, oder? Oh, meine Schrotflinte ist ja auch nicht so richtig viel Munition. Die sollte ich also erstmal nicht benutzen. So, die Coverlay. Ja. Burnout Let's Plays. Nur echt mit dem Husten. So, beide drei. Ich könnte Nuke-Virus verwenden. Allerdings bin ich gerade ein bisschen geizig dafür. Ich versuch's mal so und hoffe mal auf mein Glück. Aber ich glaube, das wird eh nicht klappen. War ja klar. Zugriff gewährt. Na bitte. Ein Nuke-Virus, immerhin. Einführung von Kartinzeifeln. Bla, Gott, hier sind immer so viele Sachen. Um weitere Vorfälle wegen sich überschneidenden Essenszeit zu vermeiden, ist es leider notwendig geworden, den Zugang zu den verschiedenen Kantinen auf der Basis zu staffeln. Die neuen Zeitpläne werden schnellstmöglich erstellt und verschickt. Obwohl mit Reibereien zwischen einzelnen Truppenteilen und auch untereinander zu rechnen ist, wird das Werfen von Lebensmitteln und Ähnlichem nicht toleriert. Die Kantinen und Reinigungskräfte haben bereits mehr als genug zu tun. Da es sich um eine Basis der höchsten Sicherheitsstufe handelt, die derzeit im Kriegszustand operiert, wurde die Sicherheitskräfte angewiesen, künftig hart durchzugreifen, auf Befehl von Leutnant-Kommandeur Keitner. Außerdem sind wir gerade im Begriff, den Lieferanten zu wechseln. Kleinere Störungen sind zu erwarten, aber wir rechnen damit, dass der neue Lieferant innerhalb einer Woche für einen reibungslosen Ablauf sorgen wird. Es kommt also in Kürze zu einer Änderung des Speiseplans. Ja, ja, Kantinenessen ist ja nicht so lecker, ne? Red? Major Coverley, mir wurde zugetragen, dass sich eine gewisse Unzufriedenheit zu entwickeln beginnt, was die Anzahl und Art der unprivilegierten Tricksernehmer im Internierungslager der Rifleman Bank Station angeht und ebenso ihr letztendlicher Zustand. Mir ist völlig klar, dass die weltweiten Bemühungen von Beltor zur Eindämmung der terroristischen Bedrohung sowie unsere vertraglichen Verpflichtungen uns oftmals dazu zwingen, unsere Methoden vielleicht ein wenig zu enthusiastisch umzusetzen. Das ist von Männern, die ihr Leben für das Wohl der Gemeinschaft aufs Spiel setzen, nicht anders zu erwarten. Dennoch habe ich festgestellt, dass eine steigende Anzahl von Besuchern der Kapelle Bedenken wegen der Herkunft unserer Gäste und ihren schließlichen Verbleib haben. Ich bitte zu beachten, dass ich unsere Aufgaben nicht in Frage stelle und dass mir Kommandeur Burks Politik in dieser Sache sowieso ein begrüßenswertes Ziel durchaus vertraut sind. Ich möchte lediglich die Männer beruhigen, die zu mir gekommen, weil sie Trost suchen wegen der Dinge, die sie gesehen haben, weil sie das Gefühl haben, zu etwas gezwungen worden zu sein oder weil sie zu ahnen glauben, was bestimmte Gefangene angetan wird. In Erwartung ihres Ratschlags, Philip D. Rose, Second Lieutenant Kaplan, Rifleman Bank Station. Oh Mann. Das hört sich für mich ein bisschen nach Euphemismen an. Die wissen ganz genau, was es ist. Die sind sich, wollen es halt bloß nicht wahrhaben. Das hatte man schon damals zu bestimmten Zeiten im deutschen Lande, wo noch andere Leute an der Macht waren. Operation Southern Cross. Major, Kompanie Charlie ist planmäßig eingetroffen und wird vorübergehend in der Gegend um Brisbane eingesetzt, um dann zu Zügen der Kompanie Alpha zu stoßen, die bei Cairns unter dem Kommando von Major Lannoy im Einsatz sind. Brisbane selbst wurde befestigt und bislang kaum direkt beschädigt. Die Übergriffe auf FSA-Lager im Innere nehmen zu, aber der bisherige Widerstand ist eher schwach. Die Kombattanten sind nicht ausgebildet, undiszipliniert und haben keine Chance gegen unsere regulären Truppen. Es lässt sich nicht sagen, woher sie sich zurückziehen. Ich bin beunruhigt, weil wir zudem mehr chinesische Truppen Geräte zu Gesicht bekommen, vor allem augmentierte Soldaten. Vom Interesse Chinas am australischen Öl mal abgesehen, könnte das unsere Beziehung bei bestimmten bestehenden Sicherheitsaufträgen gefährden. Ein detaillierter, verschlüsselter Bericht über Truppenbewegungen folgt in Kürze. Captain Teasdale. Also, soweit ich das verstanden habe, dient die Rifleman Bank Station irgendwie als Koordinierungspunkt für den kleinen Privatkrieg, den Bell Tower in Australien führt. Wegen irgendwelchen Öl. Ich glaube, in den Raum war ich doch schon, ne? Ja, genau, war ich schon. Der kleine Privatkrieg vom Bell Tower, irgendwie geht es ja um Öl. Was jetzt nicht so überraschend ist im Jahre 2027. Da dürfte es dann wirklich extrem alles sein. Aber, uah! Verdammt. Ich denke mal, ich muss da durch, ne? Oh, fuck. Uah! Ich fluche ja schon wieder. Wie ein Rohrspatz. Warte mal, war ich hier nicht überall schon mal? Das kommt mir jetzt gerade so bekannt vor, als würde ich mich hier die ganze Zeit im Kreis bewegen. Das finde ich ja nicht so schön. So, der Typ da. Laut Karte sieht er mich. Ist die Tür offen? Ne, die Tür ist natürlich nicht offen. Heißt, ich müsste als erstes die Tür hacken. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege, ohne gesehen zu werden. Aber ich befürchte fast, dass nicht Sicherheitsstufe 1. Na bitte. Also ist das eine Tür, die ich hacken soll? Das kann man eigentlich immer schön sehen von der Spielmechanik, welche Türen ich hacken soll und welche nicht. Die mit Sicherheitsstufe 1 hat auf jeden Fall davon vorgesehen, dass ich die hacke. Die sind dann nämlich auch besonders einfach so, als ob der letzte Shooter-Dulli, der sonst eigentlich nur Erfahrung mit COD hat, das Ding schafft. Skript Kitty gleich dreimal. Gott, hier ist wenig Raum, um sich zu verstecken, sag ich mal. Oh. Junge.
Okay, alles klar. Ein bisschen Angst, dass mich jemand von unten sieht, aber... Hat der doch schon wieder so einen lustigen... Ja, Trupp 3 ist das anscheinend. Aha. Ja, der hat auch diesen lustigen Seefahrerhelm auf, den hier alle haben. So, was hat er denn? PDA, das ist ja interessant. Ey, irgendwie wird das hier die große Vorlesefolge und das, wo ich gerade eh nicht so gut vorlesen kann. Meine Herren, eine kurze Erinnerung. Der Zugangscode zum Verwaltungstrakt der Verladerampe 1 wurde aufgrund von Operationsprotokoll 21D geändert und lautet nun 7736. Informieren Sie bitte Ihre entsprechenden Untergebenen, aber beachten Sie dabei, dass der Zugang zu dem Verwaltungsbüro hauptsächlich auf Offiziere und Mitarbeiter der Verwaltung beschränkt ist. Alle anderen benötigen eine schriftliche Genehmigung eines Vorgesetzten, bevor ein vorübergehender Zugang gewährt wird. Danke für die Unterstützung, Gabriel Hammond, Operationssicherheit, Bell Tower Associates. Das ist immer das Wort, was ich in den ganzen Folgenbeschreibungen nie schreiben kann. Jungs! Verdammt, ich habe natürlich den Typen jetzt einfach liegen lassen, ne? Ich mach mal die Tür auf, mal gucken, wie sie reagieren. Also ich denke mal, ich kann die Situation noch retten, wenn ich mir jetzt ganz schnell einen Proteinriegel reinhaue. Oder warte mal. Scheiße. Oh Gott. Also, ich hätte es hinkriegen können, wenn ich schneller reagiert hätte und die richtige Knipse in der Hand gehabt hätte. Das hätte man schaffen können. Wann habe ich ihn eigentlich gequicksaved? Ach so. Ah, verdammt. Nein! Ich lade nochmal, das ist mir zu doof. Das ist. Ich weiß, viel Laden ist immer ein bisschen dämlich und ist auch nicht so schön, aber... Naja, das habe ich jetzt keine Lust, mich hier irgendwie rumzuärgern, dass wenn er da noch rumrennt, dann dauert das hier noch länger. Und das ist ja auch irgendwie, also gerade Hacken ist ja, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es das zum Zuschauen besonders interessant ist. Ich meine, das ist ja für mich beim Machen schon nicht mehr so interessant, nachdem ich das jetzt schon zigtausendmal gemacht habe. Ich meine, es ist halt immer relativ einfach, man hackt einfach den Server. So, und bei ihm weiß ich ja, dass er eh nicht guckt. Aber ich sollte seine Leiche vielleicht diesmal besser verstecken als beim letzten Mal. Da war das ja... Die ja leicht zu ihm gerannt. Ich glaub, die haben den doch sofort gesehen, dass die überhaupt erst so losgestumpft, die letzten. So. Okay, habe ich gelesen. Wunderschön. So. Ah, da muss ich ihn erstmal weit, weit wegstellen. Er hat übrigens gelbe Handschuhspitzen. Also Fingerspitzen in seinen Handschuhen. Muss ich das seltsam finden? Naja, vielleicht. Naja, das könnte auch eine spezielle. Also es gibt ja so eine Handschuhe, die sind. Speziell dafür ausgelegt, dass man damit noch Touchscreens bedienen kann. Dies ist... Oh, wäre sicherlich witzig gewesen, wenn die Tür direkt auf ihn zugegangen wäre. Aber ich denke mal, die Tür hat auch eine Sicherheit gegeben. Ich meine, da haben ja sogar... Obwohl, es gibt Züge, wo es keine Sicherheit gibt. Wurde mir mal erzählt, wie in Italien so zum Beispiel so eine automatisch schließenden Türen geben in der U-Bahn oder so, die nicht reagieren. Also die machen, gehen einfach zu, egal was passiert. So. Ja, die Tür geht aber kurz auf. So. Hervorragend, es kommt nur einer, das ist ja schön. Ich hoffe, sein Kollege merkt nichts. Am besten, dass meine Batterie aufgeladen ist. So, komm mal mit, Kollege. Ah, wie, oh, 150 Credits, was will ich denn mit dem ganzen Geld? Ich habe mittlerweile 3750 Credits angesammelt. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen will. Also wirklich gar keine. Ich habe die Kohle zwar, aber es zeichnet sich nicht ab, dass ich hier irgendwo einen Händler begegne. Ja, tipp mal schön weiter. Ja, ja. Schreib mal deinen Einsatzbericht. Und tschüss. Ja. So Leute niederschlagen ist immer eine sehr schöne Szene. Dann kann ich kurz husten. Und der hat auch Schmerztabletten dabei. Das ist ja schön. Was ist denn gerade? Ach, Quellechip. Was haben wir hier noch? Die Singularitätsküche des Maschinengottes. Ah ja. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Das habe ich mir auch vom Bruder geklaut, den Satz. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Ja, ich lese ja hier die ganzen E-Mails vor, das reicht ja, ne? Ich dann bla bla bla, die Regale, bla bla. Frachttransport. Ist auch nicht so interessant, glaube ich jetzt.
Was mit Hengschaffer, Laderampe, Schiffsliste, Nickel, bla bla bla. Ja, ich lese hier, glaube ich, nicht mehr alle E-Mails vor. Das ist zwar gut schön, aber das ist, man muss es ja nicht übertreiben, ne? Ach, die Kamera ist schon deaktiviert. Warum das denn? Ach so, das ist die Kamera von dem Geschütz. Das Geschütz hat eine Kamera, das ist interessant. Aber wahrscheinlich wird das Ding nur aktiv, wenn ein Alarm ausgelöst ist. Das ist ja gerade nicht der Fall. So, muss ich ja eigentlich hin? Ich muss irgendwo da. Ach, hier sind doch mehr so eine Stasepots. Ein paar davon werden mit Energie versorgt, andere nicht, oder was? Der da zum Beispiel nicht. Nee, halt, warte mal, das sind gar keine Stasepots. Ich Idiot. Die haben hier irgendein Tiefenmesser. Neptun. Strom. Sind das Generatoren? Ja, genau. Verdammt. Und dann wurde ich mal wieder entdeckt. Na gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Und das reicht ja auch für die heutige Folge. Ich hoffe, die ist bis 17 Uhr noch online. Ach, naja, war ja sehr erfolgreich mal wieder, die Runde.